Seit wir zusammen sind, dachte ich mir an jedem Silvester, boah, das war bisher das beste Jahr von meinem ganzen Leben. Und jedes Jahr, denke ich, ist es aufs Neue, weil einfach jedes Jahr mit uns immer besser wurde als das letzte. Und ich glaube, wir wissen beide nicht, was die Zukunft bringt oder wo wir in 3 Jahren sein werden oder was wir machen. Aber ich weiß einfach, dass egal wo wir sind oder was wir machen, dass es einfach gut sein wird, weil wir zusammen sind und zusammen alles hinbekommen. Allen Himmelsrichtungen sind wir heute hier in eine der schönsten Regionen der Welt zusammengekommen, um mit euch als glückliche Freundinnen und Freunde diesen Tag zu teilen. Und in allen Kulturen und Religionen ist und war zu allen Zeiten der Hochzeitstag auch ein ganz besonderer Tag. Eine hohe Zeit, ein wichtiger Knotenpunkt im Leben, auch für euch, liebe Karen und Tobias. Vor 9 Jahren begann die Freundschaft in Mannheim. 2 Jahre später dann die große Liebe. Aber ich glaube, das passt auch ein bisschen zu euch beiden. Die wirklich entscheidenden existenziellen Dinge geht ihr besonnen und vorsichtig an. Ich darf dich, lieber Tobi, zitieren für etwas, was du so wunderbar gesagt hast und was eigentlich dir relativ schnell klar war. Sie war schon ein attraktives Mäuschen. Sagtest du liebevoll. Natürlich etwas schwierig, jetzt noch was zu sagen. Ich wusste ja nicht, was Karen sagt. Ich kannte auch die 4 Punkte nicht. Aber es ist, wenn ich zurückschaue an Soul,
und unser erstes Date, bei dem es auch viel Wein gab, was sich so ein bisschen durch unser Leben gezogen hat, haben wir so viel zusammen erlebt und haben die Welt zusammen gesehen. Und du siehst heute auch einfach wieder traumhaft aus und habe ich auch jedes Mal, wenn wir länger auseinander waren, als Karin wieder durch die Tür gekommen ist, dachte ich so, wow. Du bist einfach ein extrem weltoffener und liebevoller Mensch. Ich bin einfach sehr froh, dich an meiner Seite zu haben und könnte mir auch keine bessere Ehefrau vorstellen. Und freue mich auf die vielen Abenteuer, die wir zusammen erleben werden, auf uns zukommen.